Hallo Leute, guten Tag wünsche ich euch und willkommen zur dritten Folge Vorlesung 3. Fangen wir an. Wir haben die letzte Competition fertig gemacht, die Classic Competition. Diesmal machen wir die Spezialfahrzeug-Team-Competition. Wie wir sehen, ist die Schwierigkeit schon mittel. Mittel, also die Schwierigkeit ist mittel. So. Da diese Competition aber 5 Rennen schon hat, werde ich es eigentlich so machen, dass ich heute nicht alle Rennen fahre, weil das dann zu lange ist. Deshalb mache ich nur 2 Rennen. Ich werde schon, vielleicht kann ich auch 3 Rennen machen, aber ich glaube, ich mache ja 2 Rennen nur. Wir nehmen den Wagen hier, weil der ist schneller. Der ist ein bisschen langsam, was die Geschwindigkeit angeht. Fahren wir los. Man sieht Spezialfahrzeug, die Mittelfähigkeit. Nochmal. Und jetzt das erste Durchgang. Eine umgekehrte Strecke. 3 Runden K.O.-Rennen. Also, na. Bisschen komisch. Sehr geil. Hier unser Fahren, überholen wir den irgendwie. Gibt ordentlich Gas. Hier durch diese schöne Gegend. Die Sonne scheint schön und ich wärme gerade die Wände. Nein, nicht überholen. Erleuchtung wieder mal. Ich muss mich hier fahren konzentrieren. Die achtet das Meer. Die ganze Asphaltstraßen. Oh, das war fatal. Hast du das gesehen? Oh, oh, das war, glaube ich, die knappste Position, die ich bisher je hatte. Das war wirklich so knapp. Habt ihr gesehen, wie der Wagen verschwunden ist? Kurz bremsen. Oh shit, das ist knapp. Ach, gewonnen. Das war aber wieder mal knapp. Okay, es ist dann gewonnen. 10 Punkte. Viertbeste Rundenzeit. Ja gut. Nächster Durchgang. Das Boostrennen. Und in diesem Rennen geht es wieder darum, dass man pro Runde immer 2 Boost-Füllungen hat. Das heißt, man sollte die benutzen. Ich habe einen super Stand gelegt. Das heißt, ich gehe gratis Boost. Das kennt ihr auch wahrscheinlich schon. Ich fahre den ganzen Hütchen um, super. Der benutzt schon seinen Boost. Also auch mal, wenn ich das auch machen kann, ich das auch.
der Tunnel, wie ihr hier seht. Ich habe mich immer gewundert, wozu der dient. Und das ist der Tunnel für die Zurückfahrt. Das ist die Strecke nochmal rückwärts, die ich da gefahren bin vorher. Also in den letzten Folgen. Oh, das ist jetzt schlecht geworden. Der vierte. Dann hole ich die noch irgendwie. Komm, das schaffe ich. Ich habe keinen Boost mehr. Jetzt kriege ich wieder neuen, weil ich wohne, da gibt man zwei Boostflüge, das ist schon mal gut. Jetzt bin ich der erste. Mit dem Boost benutzen, weil sonst werde ich irgendwie nicht los. Und die Kurve gut nehmen. Dass die anderen kein Problem haben. Also dass ich kein Problem habe. Die anderen können natürlich ein Problem haben. So haben wir nichts. Ja verdammt, geh weg von der Strecke. Ein bisschen zu früh muss benutzen. Jetzt fahren alle schon hinterher. Es läuft immer noch gut. Das kann sich aber schnell ändern. Wurde die Kurve genommen. 100 Meter Drift oder 18 Meter. Jetzt auch nicht Gas geben, wenn ich die erste bin. Und wir haben wieder einen Boost gekriegt. Fahren konzentrieren, dass ich hier nicht abkomme oder sowas, so dass es nicht was haben und dann werde ich dadurch ausgebremst. Und einen Boost, das kann ich auch. So, muss ich gleich nochmal benutzen, ich denke, ich überhole. Ah, doch nicht. Ich muss denn dann, wenn ich dann kurz vom Ziel bin. So, und jetzt wieder Bus benutzen. Jo. Somit wäre das das gewesen mit dem Rennen. Bus dann gewonnen. 10 Punkte wieder mal. 20 Punkte. Ja, ich würde mal sagen, das sollte mal für die Folge gewesen sein, weil sonst ist es zu lang. Ich speichere mal das Spiel, damit ich das nicht verliert. So. Ich würde mich über Like und Abo freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.